Jetzt geht es los mit den konkreten Bewerbungen für den Parteivorsitz der CDU. Norbert Röttgen hat als erster schon länger gehandelter Kandidat heute seinen Hut in den Ring geworfen. Auf einer Pressekonferenz erklärte der 56-Jährige seinen Willen, die Partei zu führen und neu auszurichten. Dabei stellte er außerdem Franziska Hoppermann vor. Die Bundestagsabgeordnete aus Hamburg wolle er im Falle eines Wahlsieges zur Generalsekretärin machen. Röttgen sagte, er bewerbe sich für den CDU-Vorsitz aus der tiefen Überzeugung, dass es kein Weiter-so geben könne. Die christlich-demokratische Idee für unsere Zeit muss erarbeitet werden mit den Mitgliedern und sie muss in den Wettbewerb mit den anderen Parteien gehen. Wenn ich dieses Mal kandidiere, dann aber in der Einschätzung und in der Entschlossenheit, gewählt zu werden und in der Einschätzung gewählt werden zu können. Das liegt in der Hand der Mitglieder. Dafür habe ich mich immer ausgesprochen in dieser besonderen Lage, weil die Bundestagswahl eine Zäsur ist. Und ich finde, wir können dankbar dafür sein, ich bin es jedenfalls, dass die Mitglieder nicht sagen, jetzt sind wir frustriert, wir wenden uns ab, sondern die Mitglieder wollen Teil eines Neuanfangs sein. Und das ist ein Kapital, ein Potenzial, das wir haben, das wir einsetzen. Und nach der Pressekonferenz von Norbert Röttgen hat meine Kollegin Damla Hekimodo mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Christine Schwietzer gesprochen und sie gefragt, ob Röttgens Bewerbung als Nachfolger des scheidenden CDU-Vorsitzenden Laschet überraschend kommt. Seine Bewerbung kommt überhaupt nicht überraschend. Im Grunde hat man damit gerechnet. Er galt als einer derjenigen, der sich hier auf jeden Fall für den Vorsitz der CDU bewerben würde. Das war im Vorfeld allen klar. Er hat jetzt ein bisschen Bewegung in diese Bewerbungsphase gebracht, die er so ein bisschen vor sich hindümpelte. Eine Woche lang hat man viele Gespräche im Hintergrund geführt, taktiert und überlegt, wer könnte mit wem. Jetzt hat er hier mit Franziska Hoppermann auch eine Frau mit an seiner Seite, die er als Generalsekretärin für die Zukunft sieht. Also Norbert Röttgen ist damit einmal mehr in die Offensive gegangen. Welche Eigenschaften von Norbert Röttgen würden ihn denn für dieses Amt qualifizieren? Ja, auf der einen Seite hat er, sage ich mal, das richtige Alter. Er hat schon politische Erfahrungen. Er spricht viele Jüngere in der Partei an. Er ist jemand, der sich auch für die Themen der jungen Generation interessiert, für Klimapolitik, für auch eine Modernisierung der Partei sich stark machen will. Das hat er eben noch mal betont. Man wolle auch Werkstattgespräche wieder einführen, um die Basis auch stärker mit einzubinden. Also all das könnte ihm in die Hände spielen, aber viele seiner Kritiker sagen eben auch, er sei kein unbedingter Teamplayer, auch wenn er das jetzt hier betont hat und rechnen ihm eher weniger Chancen aus, das auch für sich entscheiden zu können. Dann schauen wir mal auf die anderen möglichen Kandidaten. Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun hat ja auch seinen Hut in den Ring geworfen. Wie gut stehen Röttgens Chancen mit Braun oder auch sogar Merz als Mitstreiter? Ja, das ist eben die große Frage, ob er tatsächlich bei dieser Mitgliederbefragung, er hat sich ja dafür ausgesprochen, zumindest als einmaliges Instrument eben, aber ob er tatsächlich dann auch die Mehrheit für sich entscheiden kann. Vor allen Dingen wird Friedrich Merz eine starke Konkurrenz für ihn sein, der in auch unseren Umfragen immer wieder die Nase vorn hatte bei den Mitgliedern bei der Basis. Und deswegen muss man sehen, aber es ist jetzt durchaus auch Röttgen einer, der die Mitglieder dahinter sich versammeln kann. Die Frage ist, ob er tatsächlich dann am Ende das auch für sich entscheiden kann. Vor allem in Nordrhein-Westfalen hat er ja auch in der Vergangenheit sehr viel Kritik auf sich vereint, im parteiinternen Auseinandersetzungen zum Beispiel. Also da gibt es doch einige, die das eher kritisch betrachten. Schauen wir mal auf die CDU-Frauen. Die hatten ja mehr Teilhabe gefordert. Noch hat keine Frau die Hand gehoben. Wie kommt's? Es liegt einfach daran, dass sie in der ersten Reihe offenbar keine Frauen haben, die sich das erstens mal selbst zutrauen und die vielleicht auch schon das Standing in der Partei haben, das auch zu tun. Ich glaube, das ist nicht mal das Entscheidende, ob jetzt eine Frau für den Parteivorsitz ihren Hut in den Ring wirft, sondern es wird entscheidend sein, wie viele Frauen auch ein künftiger Parteivorsitzender um sich versammelt und wie groß die Bereitschaft ist, der Partei auch Frauen weiter zu fördern und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Das hat Norbert Röttgen hier
in der Tat eben betont, dass er dafür auch den Grund herstellen will, den Weg bereiten will, dass Frauen das auch besser mit ihrem beruflichen Umfeld, ihrer Familie, diese Parteiarbeit koordinieren können. Das wäre zumindest mal eine wichtige Voraussetzung. Wie sind denn nun die nächsten Schritte? Also wie wird der Kandidat oder vielleicht sogar auch die Kandidatin letztlich gewählt? Ja, vor allen Dingen werden wir jetzt erstmal sehen, wer sich noch bekennt. Da werden wir in den nächsten Tagen noch mehr Namen hören. Wir rechnen auch damit, dass Friedrich Merz sich bewerben wird. Die Frage ist, ob er vielleicht schon den einen oder anderen Kandidaten noch im Team mitbringt. Offen ist auch die Frage, wie Ralf Brinkhaus sich positionieren wird. Norbert Röttgen hat ja hier ganz ein offenes Angebot gemacht und signalisiert, dass er nicht nach dem Fraktionsvorsitz greifen würde. Die Frage ist also, ob Ralf Brinkhaus da auch noch mal alleine antritt. Also das ist das erste Entscheidende. Dann ist Mittwoch der Stichtag, wo dann die Bewerbungen eingehen müssen, auch beim Konrad-Adenauer-Haus. Dann wird man schauen, in welchem Verfahren man sich vielleicht auch noch mal der Basis vorstellt. Und dann geht es daran, die Basis anzuschreiben, die Mitglieder anzuschreiben und die Befragung zu starten. Christine Schwietzer war das mit Einschätzungen und Informationen aus Berlin. Vielen Dank.